Hallo mein Lieben und ein ganz, ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Valheim. Mein Lieben, ich freue mich, dass ihr wieder reinschaut, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Wisst ihr, was wir heute machen? Wir machen heute den zweiten Teil der Höhle fertig. Und zwar habe ich jetzt, soweit wie es geht, hier, ne, habe ich mal das Inventar so ein bisschen ausgeräumt. Hier haben sie so ein ganz kleines Problem. Schaut mal, mittlerweile sind sehr, sehr viele, ne, schaut mal, also sehr, sehr viele Ferkel. Und sehr, sehr viele niedliche kleine Ferkel. Mittlerweile haben wir schon 5 Schweine. Mir wurde dann gesagt, Sandu, du musst auf jeden Fall aufpassen, dass die Schweine keine Überhand gewinnen. Das heißt im Prinzip, wir müssen es so machen, dass wenn wir so, sagen wir mal, so 6 oder 7 Schweine haben, dass wir wirklich die mal von ihrem Leid erlösen. Das heißt, wir machen dann 2, 3 Schweine. Ihr müsst da nicht zugucken. Ich mache sie einfach weg. Okay? Als nächstes möchte ich nochmal in die Höhle gehen, möchte das nochmal ausräumen und deshalb wollte ich euch nochmal zeigen, wir haben das Inventar so weit wie es geht nochmal sauber gemacht. Wir hätten den Bauhammer dabei, das heißt, und der Axt, das heißt, wenn alle Stricke reißen, könnten wir uns irgendwo einen kleinen Unterstand bauen und könnten da wenigstens irgendwo so ein Bett oder sowas reinstellen. Ganz einfach dem geschuldet, dass wir... Ach, wir haben keinen Speer ausgerüstet. Ah, egal. Es wäre ganz einfach dem geschuldet, dass wir da vielleicht noch so eine kleine Unterkunft hätten, dass wir uns da vielleicht nochmal ausruhen, dass wir mehr und schneller Leben regenerieren. Außerdem, meine Lieben, habe ich gelesen, man muss hier, um diesen sogenannten Ausgeruht-Bonus zu erhalten, Ausgeruht-Bonus seht ihr hier oben, der Ausgeruht-Bonus ist dafür da, dass wir, das war ein Wildschwein hier unten, alles gut. Der Ausgeruht-Bonus, meine Lieben, ist im Prinzip dazu da, dass wir schneller wieder Leben regenerieren. Boah, was läuft denn hier für Wild rum? Hier drüben ist auch wieder ein Wildschwein. Und das ist das, was ich in der letzten Folge am Ende dieser, wie soll ich das sagen, am Ende dieser Höhle mich gefragt habe, warum wir nicht so schnell regenerieren. Das ist ganz einfach dem geschuldet. Wir haben keinen Unterstand. Wir fühlen uns nicht ausgeruht, weil halt kein Lagerfeuer außenrum ist. Wenn wir ein Lagerfeuer bauen, dann kriegen wir diesen Ausgeruht-Bonus mit. Wenn ihr kurz mal Zeit habt, schaut mal, den Bauhammer hätten wir ja noch dabei. Und wenn wir hier auf das Lagerfeuer klicken, dann brauchen wir 5 Stein und 2 Holz. Das hätten wir ganz, ganz schnell organisiert, wisst ihr das? Laufen wir nochmal kurz hier rum und organisieren wir uns ein paar Steine. Hier vorne liegen zum Beispiel schon ein paar. Schaut mal, also hier ist einer. Wir bräuchten nur 5, okay? 5 Steine. 2, 3, 4. Das geht ziemlich zügig. Und dann hier ist noch, so, Nummer 5. 5 Steine hätten wir. Jetzt bräuchten wir nur 2 kleine Stücke Holz. Und wisst ihr, was wir da machen? Da haben wir uns ganz einfach hier mal nur, ne, die kleinen Teile um. Und schaut mal, haben wir 2 Holz? Ja, haben wir sogar schon mal Harz gefunden. Ist alles kein Problem. Finden wir auch in der Höhle. Und wenn wir jetzt vor diese Höhle, ich schätze mal, wenn wir jetzt vor diese Höhle, wenn wir jetzt da ein Lagerfeuer hinbauen, hätten wir vielleicht diesen Gemütlichkeitseffekt wieder. Das heißt, haben wir genommen, Lagerfeuer hingestellt. Hier direkt vor die Höhle rein, weil schaut mal, das hier ist jetzt auch, ne, das hier ist jetzt auch eine Unterkunft. Ah, wir sind rein, oh, Entschuldigung, ja, wir sind schon rein. Das war im Prinzip ein kleines bisschen zu knapp. Ne, aber hier, ne, wir könnten es hier betreten und hier hätten wir jetzt eine Unterkunft, wir sind ausgeruht, es ist gemütlich 3. Das heißt, dementsprechend hätten wir hier den Ausgeruht-Bonus, schaut mal, das Ding brennt. Ja, da könnten wir jetzt noch ein bisschen Holz reinmachen. Ne, dass wir uns den Bonus immer wiederholen. Und wenn wir da Bock haben, könnten wir rauslaufen. Und wenn wir da dazu Bock haben, meine Lieben, könnten wir rauslaufen und könnten uns den Bonus wiederholen. Ne? Gerade wieder herstellen, gemütlich 3, ruhend. Jetzt müssen wir, glaube ich, mal so circa 30 Sekunden warten, oder wie das war. Und dann kriegen wir diesen Bonus hier wieder rein. Jetzt schauen wir mal kurz. Das dauert ja nicht lang. Ich gucke mal kurz so auf den Timer drauf. Fangen wir mal so grob und ganz bei 7 Minuten an und dann lassen wir sie erstmal runter tickern. Also, wie ich das verstanden habe, muss man 30 Sekunden warten und schon hätten wir hier den Ausgeruht-Bonus. Schaut mal, 10 Minuten, passt. Und mit diesem Ausgeruht-Bonus, Schild bewaffnet, Fackel, gehen wir rein und weiter geht's. Und dann könnten wir das Ding können wir ja wieder abreißen. Das Lagerfeuer müssen wir ja da draußen nicht brennen lassen. Na, das wäre kein Problem. So. Ach ja. Da war ja was. Da ist so ein... Ihr seht's, ne? Schild ausrüsten. Naja, nur keine Sorge. Alles gut. Alles gut.
Nur keine Sorge. Nur die Ruhe. Den kriegen wir. Bis jetzt macht er mal nichts mehr. Das heißt, einfach fröhlich draufhalten. Maximale Stärke. Wir haben leider nur die Level 1 Pfeile mit, aber das ist egal. Und wenn wir die hier alle mit dem Bogen einzeln killen, ist mir das Wurst. Wir machen die weg. Komm, Ausdauer, regeneriere. Sehr schön. Okay, 5 Knochenfragmente gleich gefunden. Okay, regeneriere, bis jetzt sei so gut. Okay, der Spawner oder wie immer das auch heißt oder wie man das nennen möge. Also ich habe mal gelesen, mit Valheim hast du Spawner. Das heißt, es ist tatsächlich so, dass diese Spawner immer wieder irgendeine Art von ja, Skeletten hier, zum Beispiel eine Perle. Bernsteinperle, immer wieder wieder ranholen. Wow, wir können jetzt sogar so einen Kohlemeiler bauen. Wir könnten jetzt sogar so einen Kohlemeiler bauen und auch. Wow. Moment kurz. Okay, dann hätten wir mal diese Seite geklärt. Jetzt gucken wir mal. Hier gibt es nichts mehr. Hier gibt es auch nichts mehr. Hier waren wir schon, ne? Das ist der Eingang. Genau. So, dann hier drin. Das ist der Spawner. Hier hat man auch alles abgearbeitet. Meine Lieben, es geht zur Westseite. Ihr wisst Bescheid, ne? Hier hinten gab es dann auch nichts mehr. Hier waren wir schon drin. Genau, hier hat man das. Ja, genau, hier waren die Knochenüberreste. Hier gab es dann, genau, hier gab es auch noch einen kleinen Kern. Das heißt, eine Höhle, 10 Kerne, so wie es aussieht. Ich habe keine Ahnung, ob das so ein Dauerzustand ist, wenn wir die Höhlen nacheinander mal einfach mal reingehen. Genau, hier war. Jawohl. So, jetzt hätten wir das ja hier so weit wie es geht erkundet. Das heißt, für uns noch die Westseite steht noch aus, ne? Das steht noch aus. Okay. Und wieder lauter Türen. Oh. Hier gibt es leider nichts zum Holen. Schaut mal. Wir packen uns gleich mal ein bisschen zu essen rein. Okay. Oh, rot. Geil, danke. Das war's. Mein Lieben, das war's. Die Höhle ist ausgeräumt. Ich glaube das gar nicht. Okay. Das war's. Westseite und Ostseite, soweit wie es geht, fertig. Und ich würde sagen, wir gehen wieder raus. Und wir treffen uns gleich draußen, okay? Okay, dann sind wir wieder draußen. Jetzt bleiben wir mal ganz kurz am Lagerfeuer stehen. Das können wir ja jederzeit wieder abreißen, ne? Das wissen wir ja. Warten wir mal auf den Ausgeruht-Bonus und dann gehen wir mal noch ein Stück weiter, weil ich habe dort hinten noch eine Höhle entdeckt. Das war schon, hatte ich schon beim letzten Mal. Und schaut mal. Ja, auf der Karte hatte ich noch Kupfer, da ist noch eine Höhle, hier gibt es auch noch eine Höhle, hier unten gibt es noch Kupfer, da ist eine Truhe, da sind Karotten und so weiter und so fort. Und hier unten am Strand, weil schaut mal, wie weit das noch geht. Also, es gibt hier ja, noch sehr, sehr viel mehr, ne, zum Mitnehmen und zum Holen. Das heißt, schaut mal, der Ausgeruht-Bonus wäre da. Nehmen wir den Bauhammer und reißen das dann halt einfach wieder ab, ne. Na, schaut mal, jetzt haben wir wieder unsere 3 Holz und 5 Stein. Und dann geht das hier für uns. Könnten wir dann in der nächsten Höhle wieder genau denselben Spaß machen. Ne, als Beispiel. Ich denke mal, dass hier gleich wieder irgendwelche Skelette auftauchen werden. Schaut mal, dort ist schon wieder einer. Habt ihr das gesehen? Hier. Das ist eine Elite. Okay, das hat richtig weh getan. Du fängst an zu frieren. Ich weiß warum. Weil es wird dunkel. Und das wollte ich in jedem Fall vermeiden. Das macht aber nichts. Hier gibt es dann die nächste Höhle. Und wisst ihr, was geil ist? Das hier ist ein Unterstand. Wir packen wieder, wir machen wieder dasselbe. Lagerfeuer.
So. Dann ruhen wir uns wieder aus. Lagerfeuer, Unterstand, passt alles. So, dann warten wir mal kurz diese 30 Sekunden. Und dann gehen wir hier auch wieder rein. Und dann schauen wir uns da drinnen auch mal. Ich schätze mal, draußen ist ein Elite. So wie es aussieht, wird dann höchstwahrscheinlich... Du kannst im Rauch nicht atmen, ja? Ich weiß, alles gut. So, wir sind fertig. Rauchvergiftung. Au! Alles cool. Jetzt haben wir keine Rauchvergiftung mehr. Alles schick. Wir regenerieren. Und jetzt gehen wir hier zumindest mal nochmal rein, ne? So. Okay. Herzlich willkommen, Grabkammern Part 2. Oh. Okay, hier drüben, das ist mal richtig fies. Also der hier ist das Endgegner hier, weil der steht genau vorne dran und schießt immer auf und zu fröhlich drauf. Das ist eine Elite, ich glaub's nicht. Mist. Also das Timing her vom... Ihr wisst Bescheid. Nicht wirklich toll. Mit dem gelben Pilz. Hier ist zumindest mal wieder ein bisschen hell. Das ist schon mal gut. Was macht ein gelber Pilz? Achso, der stellt etwas mehr. 1 HP pro Trick. Dauert 10 Minuten. Okay. Moin. Irgendjemand da? Oh nein, hier ist wieder so ein Spawner. Ich wollte gerade sagen, hau drauf. Hau einfach drauf und denk nicht drüber nach. Hier gibt es wieder Kerne. Schaut euch das mal an. Bernstein, an den Rubin. Dann gibt es wieder diese Perlen. Und wieder Kerne. Das ist ja Sonderklasse hier. Das ist ja der Wahnsinn. Liegen dann hier noch irgendwelche Münzen in der Gegend rum? Nee, ne? Eine Truhe hätten wir noch. Schaut mal, was es da hier gibt. Das ist ja... Für was brauchen wir zum Beispiel Bernsteinperle? Ich hab's gewusst. Okay. Also Knochenfragmente kriegen wir ganz klar hier drin, ne? Also da brauchen wir, glaube ich, gar nicht rummachen. Aber den Spawner hatten wir ja eigentlich gekillt. So schlimm ist es ja nicht. Okay, hier gibt's nichts mehr. Und hier gibt es auch nichts mehr. Okay, die Seite hätten wir durch, meine Lieben. Kein Problem. Könnten wir das hier abhacken? Nee, geht auch nicht. Okay, können wir das abhacken? Geht auch nicht. Alles klar. Schild rein, Fackel ran. Alles ist gut. So, also. Hier sind wir hergekommen. Da war der Spawner. Hier gab es dann ungefähr diese 3000 Kerne. Und dann gehen wir hier wieder raus und wenden uns der anderen Seite zu. So. Oha. Also es klingt zumindest nicht gerade so begeisterungswürdig. Schauen wir mal hier rein. Ah, da ist auch noch was. Moin. Ja, nicht, dass ich es gewusst habe, aber ich habe es irgendwie gewusst. Okay, kurzer Prozess kommt. Hauen wir durch. Okay, jetzt sind es wieder zwei. Ah, das ist wieder so eine Elite. Schön. Einfach Hit and Run. Könnten wir halt... Wäre halt schon mal gut, wenn wir das öfters mal anwenden würden. Das ganze Thema. Hier ist wieder was Rotes. Oh, wieder so ein Kern, ne? Aber wie viele Kerne gibt es denn hier? Ist das normal, dass es so viele Kerne gibt? Okay. Pilze. Skelettfragmente. Also alles gut. Also ich sag mal, wir könnten dann hier tatsächlich... Ah, schaut mal, hier gibt es dann auch so das Zeug. Hier gibt es Münzen. Hier gibt es das. Wir müssen echt aufpassen. Auch unten dort... dass wir das ganze Zeug mitnehmen.
Okay, das hätte ich jetzt beim besten Willen, das hätte ich echt nicht gesehen, muss ich euch ehrlich gestehen. Hier müssen wir wieder außen rumlaufen. Hier hinten ging es ja nicht weiter. Genau, das war das. Kein Problem. Das heißt, wir haben diesmal die Westseite geklärt. Ne? Unten dort liegt nichts mehr, ne? Hier liegt nichts unten dort und hier liegt tatsächlich auch nichts unten dort. Ich meine, die Truhe, gut. Aber alles gut, ne? Gut, dann laufen wir wieder raus. Und dann machen wir nur noch, vielleicht wenn es irgendwie geht, dann die Ostseite fertig, ne? Jetzt brauchen wir noch was zu essen, ganz schnell. So, jetzt regenerieren wir mal noch ein kleines bisschen. Ausgeruht Bonus hätten wir mal noch 5 Minuten. Vielleicht haben wir Glück und kriegen das in 5 Minuten hier durch. Pilze. Nehmen wir mit. Moin! Was ist das? Okay, hier ist eine Truhe. Dankeschön. Also, das sind ja Relikte aus längst vergangenen Zeiten. Okay, das war's. Die Höhle sind wir durch. Wir sind durch, wir haben es geschafft. Jetzt würde mich aber interessieren, was ist das? Ei, nicht mit der Fackel zu hauen. Das kriegen wir leider nicht weg. Gut, die Truhe könnten wir wegkriegen, aber ganz ehrlich, für was, ne? So, jetzt haben wir die zweite Höhle durch. Das heißt, wir könnten es ruhig mal markiert lassen. Das wäre die zweite und hier unten gibt es noch etwas Kupfer. Wir könnten, nee, hier unten gibt es noch ein bisschen Kupfer. Wir könnten jetzt mit Karotten, da unten wäre noch eine Truhe. Hier sind noch Höhlen außenrum und dort unten ist wie gesagt massiver Stein. Also es wäre alles kein Problem. Holen wir uns vielleicht noch ein ganz kleines bisschen diesen Erholt-Bonus raus. Kurz warten. Ich war schon gemütlich drei. Kurz warten. Achtung wegen der Rauchvergiftung. Netter entwickelt sich ja gleich wieder Rauch. Und dann würde ich sagen, wir laufen auf jeden Fall zurück. Dann machen wir die Folge halt heute noch ein ganz kleines bisschen kürzer. Ja, ich weiß schon. So, das hätten wir mal abgearbeitet. Wie sieht es denn aus mit dem Inventar? Ja, sehr gut. Wahnsinn. Wahnsinn. Also das ist schon echt... das hätte ich nicht gedacht, dass es hier jetzt so gut läuft. Also so richtig gut. Da drüben war noch eine Kleinigkeit. Genau, da drüben gibt es noch Kupfer und hier unten gibt es noch eine Truhe. Das ist noch so eine größere... Das ist noch so eine größere Ansammlung, glaube ich. Wow. Ich wollte gerade sagen, das war noch so eine größere Ansammlung dort unten. Da laufen viel, viel mehr rum. Was wir jetzt hier machen könnten, ist mal ganz schnell nach Hause laufen. Im Prinzip über die andere Höhle, dann einfach nur Richtung Westen. Und dann laufen wir ja schon nach Hause. Und dann legen wir uns zu Hause zumindest mal hin. Ne, hier ist die andere Höhle. Och, schaut mal, wie wunderschön das aussieht. Oh, das hätte ich auch so gern als Deko zu Hause irgendwie. So kleine Glühwürmchen, die so ein bisschen, wie soll ich denn das sagen, die einfach so ein bisschen so rumflattern außenrum. Ne? So ein, ja. Okay. Wir frieren, es ist kalt und wir wollen einfach nur nach Hause. Denkt dran, immer auf die Ausdauer immer ein bisschen aufpassen. Das Schöne ist halt dran, durch unser Essen hier ist das alles kein Problem, weil wir haben jetzt schon mehr Ausdauer als normal. Und es ist Tag 24. Unglaublich. Jetzt interessiert mich mal, können wir uns jetzt nochmal hinlegen? Bringt das jetzt was oder können wir zu Hause direkt die Baufolge machen? Beziehungsweise noch den, wie soll ich das sagen, noch den kleinen Bauansatz. Ich hatte ja euch gesagt, wenn wir genug Kerne haben, dann bauen wir hinten unsere Basis noch ein kleines bisschen aus. Und dann werden wir hinten, jetzt haben wir ja zwei Höhen schon mal durchgemacht, dann könnten wir hinten noch ein ganz kleines bisschen ansetzen. Wisst ihr, was ich meine? Und dann bauen wir hinten einfach so noch so ein Rondell und in der Mitte bauen wir die Erde etwas hoch mit unserer Sense. Und dann werden wir... Und dann werden wir dort hinten einfach mal schauen, dass wir diese zwei Riesendinger... Dass wir die noch irgendwie reinbekommen. Ein Ferkel, vier Schweinchen. Fünf, ne vier. Wir brauchen mehr Essen. Ich wollte gerade sagen, wir brauchen echt mehr Essen. So, einmal rein, einmal rein, einmal rein.
Und je mehr wir diese Schweinchen haben, ne, desto mehr haben die halt Hunger. Das ist ja das ganze Problem. Nee, so wie es aussieht, haben wir die Nacht wieder zum Tag gemacht. So wie es aussieht, haben wir hier komplett die Nacht durchgepumpt. Mit allem drum und dran. Ich denke mal eher nicht, dass wir... Nein, wir können uns nicht mehr ausruhen und nicht mehr schlafen. Das ist halt tatsächlich so. Ich wollte hier noch was bauen und ich wollte hier noch so ein kleines bisschen was ansetzen. Ich möchte euch noch was zeigen. Vielleicht klappt es mal irgendwie. Es gibt hier nicht nur so eine kleine Tür zum Bauen, sondern auch tatsächlich so ein großes Holztor. Schaut mal. Ich wäre dann halt echt der Fan davon, dass wir hier so ein großes Holztor bauen. Achtung, das Ding ist anderthalb hoch. Ne, das heißt, wir müssten das hier alles wegreißen. Das heißt aber auch, dass wir hier unsere Ankommtruhen erst nochmal ausräumen müssen. Und die müssen wir dann hier auch nochmal wegreißen. Ne? Nur, dass ihr Bescheid wisst. Ne, deshalb nicht, dass ihr hier denkt, oh Gott, was macht denn der jetzt wieder? Der möchte hier einfach die zwei Truhen ein bisschen mehr auf die rechte oder linke Seite bauen. Ist eigentlich egal. So. Dann laden wir diese Ankommtruhen einfach nochmal voll mit unserem Stuff, was wir bis jetzt alles bekommen haben. Schon geil, ne? Irgendwie. So. Alles andere würde ich sagen reicht. Die Fackel können wir eh nicht. Die Fackel können wir glaube ich nicht reparieren. Ne, weil die Fackel ist dann halt irgendwann alle. Und hier, meine Lieben, würde ich dann sehr, sehr gerne diese große Tür einbauen. Ne, hier dieses Holztor. Brauchen wir noch etwas mehr Holz, das weiß ich. Aber kein Problem, da haben wir ja noch ein ganz kleines bisschen, haben wir ja noch vorgesorgt. Ne, holen wir uns einfach ein bisschen raus. Dann werden wir hier vorne, dann werden wir das hier wegreißen. Und dann werden wir hier so ein großes Tor anlegen. Und das andere drehen wir einfach rum. Das sieht nämlich genauso aus, bloß halt andersrum. Und dann setzen wir hier oben einfach noch so eine Halbwand hin, wenn es irgendwie geht. So, und so hätte ich das jetzt gebastelt, mein Lieben. Was sagt dann dazu? Das sieht ja nochmal fett aus, oder? So, jetzt sind es nämlich zwei. Jetzt könnten wir das hier auch wegreißen. Hier draußen. Weil das hat mir sowieso nicht gefallen, von Anfang an. Und dann könnten wir hier auch mit dieser kleinen Treppe... Schaut mal, was sagt dann dazu? Dann reißen wir hier die Fackel weg. So, und die Fackel setzen wir dann hier außen hin. Ich brauche etwas Harz, kein Problem. Ist das Harz jetzt durchgefallen? Ah, jetzt haben wir, ne? Uns fehlt echt noch Harz. Mann, Mann, Mann. Zwei Holz, also vier Holz bräuchten wir. Holz, die hätten wir noch. Kein Problem. Jetzt bauen wir dann einfach zwei Fackeln hier unten schön links und rechts hin. Zack. Zack. Sehr geil. Sehr geil. Das ist jetzt mal ein richtig geiler Eingang. Finde ich zumindest. Das war, glaube ich, wieder ein kleines Ferkel, oder? Kann das sein? Ey, wir müssen hier echt jetzt mal zusehen, dass wir hier... Oh, das sind schon zwei Ferkel. Schaut euch bitte das an. Es wurde mir dann gesagt, übrigens nochmal vielen, vielen Dank dafür, liebe Queen, diese Elite-Schweine, die es überall gibt, die sind relativ selten. Wenn wir die aber schaffen zu pullen und wenn wir die schaffen hier drin, wie soll ich das sagen, wenn wir die schaffen, dass die Elite-Schweine sich hier drinnen vermehren, es gibt Ein-Sterne-Schweine und Zwei-Sterne-Schweine, müssen halt öfters mal rumgucken, dann ist das tatsächlich so, dass wir hier auch mehr Elite-Schweine rausbekommen und diese Elite-Schweine, die spawnen definitiv mehr Fleisch wie die normal. Na, also wir machen das jetzt hier weg. Ja, hier brauchen wir dann eine Handwerksstation, wie es so schön heißt. Ja, weil wir wollen ja hier noch ein ganz kleines bisschen erweitern. Auf der Seite. Hat man ja gesagt. Dazu müssen wir den Stein nochmal wegnehmen. Und dann würde ich dann ganz einfach sagen, wenn wir den Stein weggenommen haben, könnten wir schon mal so grob anreißen. Wenn wir den Stein... weggemacht hat. Oh, jetzt haben wir hier so ein kleines Loch reingebuddelt. Ah, egal. Da könnten wir zumindest mal grob anreißen, was wir anstellen wollen, ne? Beziehungsweise, wo das hingehen soll, die Reise. Etwas Holz hätten wir ja noch, das ist kein Problem. Die Fackel können wir gerne mal hier lassen. Dann machen wir mal das raus. Ne, Moment, den Hammer brauchen wir noch. Die Fackel brauchen wir nicht mehr. So, und jetzt gucken wir mal. Hatten wir das unten rein, das Teil?
Ne, hier ist Sense. So, die brauchen wir. So, das ist die Keule. Die braucht erstmal kein Mensch. Was wir noch bräuchten, wäre etwas Holz. Aber Achtung, wir tragen schon wieder zu viel. Gut, passt. Ne? Könnten wir die Steine, könnten wir auch noch rauslegen. Wenn sie reinpassen. Passen natürlich nicht, war ja irgendwo klar, ne? Und jetzt hätten wir hier mal eine stattliche Anzahl von Holz. Und ja. Jetzt nehmen wir erstmal die Sense. Ne, ebnen etwas ein. Perfekt. Sehr geil. Muss man echt immer aufpassen, was man macht. Ne, mit Boden einebnen. So, dann hätten wir hier mal so, schon so ein bisschen so geraden Boden. Und dann setzen wir hier einfach an und bauen hier einfach weiter. Und dann bauen wir hier in der Mitte, wo wir dann die zwei Kohlemeiler hinstellen, oder den einen Kohlemeiler und die eine Schmiede, die stellen wir zusammen auf gegenüber. Weil das sind ja genau vier Einheiten hier. Und das könnten wir dann so basteln, dass wir das so ein bisschen gegenüber aufstellen. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir hier noch... ach, genau. Fehlt ja auch noch eine Werkbank. Herstellung, Werkbank, und die basteln wir dann erstmal. Ne, Werkbank brauchen wir auch, ganz wichtig. Zack. So, jetzt hätten wir mal den Radius erweitert. Schon mal gut. Und jetzt bauen wir dann hier einfach noch einen Holzboden. Ne, das basteln wir hier einfach die Holzböden weiter. Die setzen wir dann, ich würde sagen, die setzen wir dann bis hierher. Ich weiß, da brauchen wir dann wieder eine Überdachung und so weiter und so fort, ne? Alles gut. Aber ihr wisst zumindest mal, wo es hingeht. Hier würde ich jetzt diese zwei Teile aufstellen. Ich weiß zumindest nicht, ne, wisst ihr, was wir machen? Wir lassen das hier mal frei. Wir lassen die hier in der Mitte lassen wir mal frei und bauen es im Prinzip nur außen rum. So, dann setzen wir hier hinten Fundamente noch hin. Ja, ich hab's gewusst, ne? Also das hält nicht. Ist aber kein Problem. Rot ist im Prinzip ein Indiz dafür, dass das hier nicht halten kann. Müssen wir jetzt echt zwei so kleine hier ansetzen, oder wie? Weil das... Ne, ich hab's ja gesagt, das hält nicht. Das wird nicht halten. Komm hoch. Ich hätte es ja gern unten drunter gesetzt, irgendwie. Gebäude überlappen, umschalten. Unten drunter, bitte. Oder so. Passt das jetzt? Kriegen wir das jetzt so her? Ach, das ist immer so... Ganz ehrlich, das ist immer so teilweise so schwierig, dass das ansnappt. Oh, das ist ja... Das ist grauenhaft. So würde ich das gerne machen. So irgendwie würde ich das sehr, sehr gerne anheften. Hier würde ich dasselbe machen. Schade, dass halt die großen nicht irgendwie genau unten drunter passen. Ach so, ich weiß. Hier ist genauso wenig. Hier kriegt man es genauso wenig hingestellt. Das geht so nicht. Ich glaube, wir brauchen doch diesen... Passt das? Ja, das würde passen. Wir müssen es nur drehen. So hier. So passt es. Geil. Okay, das hätte ich nicht gedacht, dass das tatsächlich so funktioniert. Aber wir brauchen immer eine etwas niedrigere Position. Und dann können wir das anlegen. Schaut mal. Okay, wieder was gelernt. Hier haben wir ja die Werkbank. Also die Werkbank steht im Prinzip hier. Wir müssen nur etwas weiter runterlaufen. Und dann könnte man das hier oben ansetzen. Schaut mal.
Okay, wieder was gelernt. Ja, das Bauen ist halt bei jedem Survival-Spiel halt was ganz anderes. Aber es passt, es geht. Sehr schön. Man muss sich halt nur ein bisschen konzentrieren. So weit, wie es irgendwie geht. So, das drehen wir dann auch mal. Und dann würde ich mit euch, mein Lieben, dann würde ich diese zwei Meiler hier fertigstellen. Hier innen, so, jetzt hätten wir die Sense. Jetzt könnten wir hier Boden erhöhen. Ne, da bräuchten wir nur ein paar Steine. Und dann könnten wir hier im Prinzip die Teile hinbauen. Mal gucken, ob wir ein paar Steine gleich hier unten liegen haben. Hier liegt nichts drin. Ja, 5 Stück. Reicht nicht. Reicht leider nicht. Wir müssen nochmal hoch. Wir müssen uns oben noch ein paar Steine holen. Hier hat man welche drin, ne? So. 25 Steine wiegen 50. Ich schätze mal, das ist Pfund. Aber genau weiß ich es nicht. Und jetzt würde ich hier gerne mit der Sense einfach den Boden hochholen. Wisst ihr, was ich meine? So, hier. Dann würde ich so gut wie es geht hier den Boden einebnen. Ich war schon zu weit. So, ne, dass er zumindest, dass es ungefähr so gleich aussieht. Und dann könnten wir auf diesem Boden, schaut mal, so, ja, so wäre es zum Beispiel gar nicht so schlecht. Irgendwie finde ich, vielleicht in der Mitte noch. So hier. Na, je mehr man jetzt hier wegmacht, desto mehr kommt man wieder runter, ne? Ja, das habe ich mir schon gedacht. Müssen wir wieder aufstellen. Geil, wie das aussieht. Zack, erstmal in der Mitte einen schönen dicken Punkt reingesetzt. Jetzt bin ich mal gespannt. Wir lassen das jetzt mal so, okay? Wenn wir jetzt den Bauhammer holen, dann machen wir auf Herstellung und dann gucken wir uns diesen Schmelzofen an. Das ist ja ein Klopfer, das ist ja unglaublich. Das ist ja ein Riesenteil. Aber das würde hierher passen. Aber nur einer. Das heißt, wir müssen unsere Basis massivst erweitern, mein Lieben. Das heißt, komplett einmal neu. Das heißt, weil das Ding ist ja so groß. Schaut mal, dieser Schmelzofen. Jetzt gehen wir mal rein und gucken uns mal diesen... Der ist ja noch größer. Und lässt sich auch bis jetzt nur auf Erde bauen. Also so, die Strategie ist richtig. Das passt. Das Problem ist dran, dass ich die Größe, die schiere Größe dieser beiden Gebäude völlig unterschätzt habe. Das ist ja unglaublich. Also ich sag mal, final könnten wir jetzt, das Teil könnten wir gerne hierher setzen. Wäre kein Problem. Holen wir uns nur ein paar Steine und ein paar Kerne. Und dann würde ich mal sagen, baue ich die Basis nochmal ein ganz kleines bisschen aus. Und dann sehen wir mal zu, dass wir hier an der Seite nochmal, ja eigentlich nochmal breiter gehen. Ne? Es muss breiter werden. Es muss wirklich, ungelogen, es muss breiter werden, weil sonst können wir ja diese zwei Teile nicht irgendwie aneinander stellen. Ich hätte ja gerne, muss ich ehrlich gestehen, andersrum gebaut, aber so wie es jetzt hier ist, machen wir es folgendermaßen. Wir bauen das so, und zwar dadurch, dass das hier hinten ist. Ach, Kerne, entschuldigt bitte. Entschuldigt, wir brauchen noch 5 Kerne. Haben wir noch 5 Stück hier unten? Ach, wir haben sogar 7, geil. So, und dann ist es tatsächlich so, dass ich das gerne so bauen möchte, dass das nach innen steht. So, jetzt hätten wir das. Warum nach innen? Ganz einfach, weil wir die Wände dann wegreißen und das Dach nach hier hinten auch nochmal erweitern. Wir müssen das komplett erweitern. Hugin, du hast einen Schmelzofen errichtet. Platziere dein Roherz in diesen Hochofen, damit er alle Unreinheiten hinfortschmelzt und du einen Barren veredelten Metall erhältst, den du für die Schmiede verwenden kannst. Um den Schmelzofen anzutreiben, benötigst du Kohle. Kohle wird produziert, indem du einen Kohlemeiler errichtest und ihn mit Holz füllst. Kohle geht auch anders. Wir lassen dann halt einfach das Essen verbrennen. Ja, da gibt es dann auch Kohle. Hier kann man Kohle hinzufügen. Und hier auf der Seite können wir einen Gegenstand hinzufügen. Wahrscheinlich ist das so, dass für einen Gegenstand 2 Stück Kohle gebraucht werden. Das nehme ich jetzt mal an. Aber gut, mein Lieben, das schauen wir mal in der nächsten Folge. Mein Lieben, bis hierher, ihr seht, was das ausmacht, was wir hier noch alles brauchen. Ihr seht, das hört nicht auf in Valheim.
wie es jetzt aussieht, setzt erst jetzt eigentlich die Bauwut an. Mit dem Ziel, dass wir hier unsere Basis nochmal immens erweitern müssen. Ich überlege die ganze Zeit, wie wir die Basis erweitern. Ich denke mal, dass wir hier den Boden erhöhen, hier auf der Seite, dass wir den Boden dann oben einebnen und dass wir hier die Basis im Prinzip, Moment, entschuldigt bitte, ich habe es gerade nicht gesehen, dass wir die Basis auf der Seite komplett verdoppeln. Das heißt, nicht nur vier Ebenen breit, sondern 8. Und das werde ich jetzt vorbereiten. Das werde ich dann anfangen zu bauen und sobald ich das dann irgendwie fertig habe oder sobald ich der Meinung bin, ich kann euch dann da dazu holen, kann ich euch einige Sachen dazu zeigen, erklären, wie ich das gerne machen will, dann wie gesagt, dann machen wir dann die nächste Folge draus. Okay, meine Lieben, dann bis hierher vielen, vielen Dank fürs Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr auch in der nächsten Folge Valheim wieder mit dabei seid. Ihr seht's, Bauwut, Loot, es ist richtig geiles Spiel, oder? Was meint ihr? Bis zum nächsten Mal, alles Gute. Ciao, ciao.